Ja, nicht erst seit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energieimporte und die damit steigenden Preise wird darüber diskutiert, wie noch mehr erneuerbare Energie bei uns produziert werden kann. Der Bundestag einigte sich heute auf ein Gesetzespaket zum Ökostromausbau, in dem unter anderem die Genehmigungsverfahren für Windräder, für Solarkraft erleichtert werden sollen. Es geht auch darum, wie die Anlagen zusätzlichen Nutzen bringen könnten. Etwa Solarmodule, die nicht nur Strom liefern, sondern in der Landwirtschaft etwa auch noch als schützendes Dach für Getreide oder Obst dienen. Christian Kretschmer war für uns mittendrin in Gelsdorf in Rheinland-Pfalz, wo getestet wird, wie gut eine solche Partnerschaft sein kann. Apfelbäume unter Strom. Auf rund 3000 Quadratmetern wird hier erforscht, wie Obstbau und Photovoltaik zusammenpassen. Agri-PV heißt die Technik auf der Anbaufläche von Christian Nachtwey im Norden von Rheinland-Pfalz. Seine Apfelbäume müsse er ohnehin überdachen, sagt der Obstbauer. Wegen des Klimawandels, Starkregen und Hagel nehmen zu. Der Gedanke war ganz klar, wir brauchen Kulturschutz, den müssen wir realisieren. Und wenn wir den wirklich kombinieren können mit Solarstromerzeugung, die uns am Feld dann auch zur Verfügung steht oder eingespeist werden kann, dann haben wir natürlich ganz klar einen schönen Synergieeffekt, der nutzbar ist, der uns einen Vorteil bringt und der, ich glaube, in der Gesamtbetrachtung sehr, sehr positiv ist. Die Solarpaneele sind semitransparent, lassen etwa 50% des Sonnenlichts durch. Ähnlich wie die ganz gewöhnliche Folienüberdachung nebenan. Unter der Agri-PV-Anlage wurden 8 Apfelsorten neu angepflanzt, um zu begutachten, wie sie sich entwickeln. Blattstand sieht auch gut aus. Gartenbauingenieur Jürgen Zimmer begleitet das Forschungsprojekt aus agrarwissenschaftlicher Perspektive. Im Moment sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung der Bäume und auch der Früchte. Es ist aber auch nicht anders zu erwarten. Wir haben voriges Jahr erst im Mai gepflanzt. Und das ist eigentlich so der Stand, den wir auch außerhalb der Agri-PV erwartet hätten. Bei Beerenarten wie Himbeeren oder Heidelbeeren habe sich Agri-PV schon bewährt, sagt Zimmer. Im Getreideanbau wie auch bei den Äpfeln brauche es noch mehr Forschung. Das Projekt hier läuft noch 4 Jahre. Noch wird der Strom, den die Anlage erzeugt, nicht eingespeist, wegen Lieferschwierigkeiten wichtiger Bauteile. Doch schon jetzt versorgt sich der Hof zu einem großen Teil mit Strom aus Solarenergie, etwa für den Betrieb der Apfelsortieranlage. Im Herbst soll dann auch der Strom der Agri-Photovoltaik genutzt werden. Für die Agri-Photovoltaikanlage ist eine Volleinspeisung gedacht, die dann quasi der Allgemeinheit zur Verfügung steht und somit aufgrund der Anlagengröße ca. 50 Haushalte mit Strom versorgen können. Das Potenzial für die Energieversorgung ist groß, finden auch Solarwissenschaftler. Wir waren ja eben in der Anlage und sieht alles super aus. Das Team von Max Tromsdorf koordiniert das Forschungsprojekt auf dem Obsthof. Er sagt, 4% der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands würden ausreichen, um das Land mit Strom zu versorgen. Dafür brauche es aber bessere Rahmenbedingungen. Eine konkrete Hürde, die wir aktuell sehen beim Ausbau der Agri-PV, sind die Genehmigungsverfahren, die beim Bau solcher Anlagen involviert sind. Dort sehen wir die Möglichkeit, dass man durch vereinfachte Genehmigungsverfahren für Agri-PV, gerade bei kleinen Anlagen unter 2 Hektar beispielsweise oder auch beispielsweise im Gartenbau, hier den Ausbau voranbringen, gerade zusammen mit landwirtschaftlichen Betrieben, weil das sind eben vor allem die kleineren Anlagen, die dort auch von den Betrieben bewirtschaftet werden können. Energiewende und Nahrungsmittelproduktion. Die Beteiligten hier sind optimistisch. Agri-PV kann ein Zukunftsmodell sein, um doppelt zu ernten.